Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix. Gerade eben habe ich ein weiteres Artefakt ergattert, habe eine Stadt erobert und mache mich jetzt mal auf, dieses Minispiel hier zu ergattern. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Minispiel Römer werfen, wo ich, sagen wir mal, Mittelmaß bin. Zur Hälfte verkacke ich das immer, weil ich immer zu früh oder zu spät drücke. Deswegen ist mir das risikofreudig. Ja, ich nehme einfach mal nur eine Einheit mit hin. Und dann wollen wir mal schauen. Oh! Okay, das war gar nicht das Feld. Okay. Dann war es wohl das daneben, oder? Ja gut, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich dachte, das war das Feld hier. Ha, okay. Na gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. So, jetzt ist die Frage, 10 Einheiten. Wie gesagt, die können dann nichts mehr nachholen. 4, 2... Wie mache ich das jetzt? Ich sollte mal... erstmal nicht meine Mauer zerstören können, würde ich das jetzt einfach mal so lassen. So, hier unten sieht man 48 Einheiten habe ich und der Cäsar hat 156, also habe ich schon mal knapp die Hälfte locker. Also wir haben sehr gut aufgeholt, fehlen eigentlich nur noch 3 Artefakte und 5 Minispiele. Wo genau die Minispiele sich jetzt versteckt haben, da habe ich noch keine große Ahnung. Einfach mal schauen. Gut, an sich würde ich das jetzt so sein lassen. Warte mal, da sind 2 Einheiten, wenn die jetzt auch angreifen. Scheiße, ich weiß halt auch nicht. Na gut, nee. Ich lasse das jetzt mal so. Gerne angreifen. Okay. Das Feld ist nur kein großes Problem. Oh, ich konnte sogar verteidigen. Okay, zweiter Versuch. Diesmal haben sie es ja gut. Okay, da sind so 13 Leute. Ich muss die Römer jetzt hier irgendwie abschotten, damit die hier gar keinen Nachschub mehr holen können. Ah, oh Gott, da sind jetzt 6 Leute. Ich mach das mal anders. Ich mach das mal irgendwie ganz anders. Da unten war jetzt irgendwo... ja, das ist das Problem. Irgendwo war da... ich werde mal einfach hier... genau. Ich werde jetzt einfach mal hier angreifen. Mit dem Dorf volle Pulle auf die 3 Mann zu. Genau. So, okay. Dann am besten. Mit allem Mann hierhin. So, genau. Die können da schon mal angreifen, dann schnapp ich mir die weg. Das wäre, denke ich mal, am besten jetzt, bevor die da super doll angreifen. 13 gegen 6. Dass ich keinen Fehler begehe und die im Dorf angreifen können.
Deswegen werde ich hier nochmal 3 hinschicken. Ja, und an sich würde ich das jetzt nochmal so lassen. Wie gesagt, hier 1, 1, 1 und da auch 1, die sind alle eingekesselt, also die können jetzt auch nicht mehr angreifen. Ich muss halt nur zusehen, dass ich diese Felder hier mit dem 4 und 4, dass ich die halt wirklich aufrechterhalte. Ja, und die 4 hier an sich ist eigentlich sicher, die könnte ich eigentlich jetzt wegholen. Was ist das da? Ist das eine 2 oder eine 1? Wobei, ja, wie gesagt, die kann ich jetzt wegholen. Kann ich jetzt wegholen. So. Sieben Stück, genau. So. Doch. Jetzt wollen wir noch mal sehen. Okay, jetzt greifen die da an. Viele Mann. Okay, das war ein halber Anschlag. Aber ich konnte es noch verteidigen. Zusehen, dass ich die hier mit den 15 würde sich das am besten machen, auf jeden Fall. Also ich sollte jetzt hier auf jeden Fall zuschlagen, würde ich mal so, weil ich muss sowieso erst runter. 15. Ja, mit volle Kanne. Also ich werde jetzt zusehen mit diesen 27 Einheiten, dass ich die Römer erstmal hier abschotten tue, mit diesen zwei Feldern hier am besten. Und dass ich mich halt... Wobei, oh Gott, da sind ja 13. Eieiei, 13 sind ja da. Das sehe ich jetzt erst. Gut, nee, dann werde ich das einfach jetzt mal anders machen. Nee, das kann ich nicht anders machen, das ist so wieder blöd. Kann ich ja nicht anders machen. Wenn ich das angreife und dann das. Ja, da habe ich mir jetzt selber vielleicht im Arsch gebissen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wo ich lang sollte. Da sind 13, die werden angreifen und die werden auch angreifen. Na gut, ich mache das jetzt mal anders. Ich mache das jetzt mal ganz, ganz anders. Ja, greife ich hier jetzt mal an. Genau. Und dann werde ich mir gleich mal dieses Level hier schnappen. Das Alpenlevel. Französischer Alpen. Das ist das 3D-Level, was ich irgendwie nicht mag. In diesem Level werde ich es nicht versuchen, alle Münzen einzusammeln, alle Zaubertränke, weil halt... Oh Gott. Ja, weil das Level an sich sehr tückisch ist und halt... Das ist das Level, wo ich halt sehr oft sterbe. Wie gesagt, deswegen werde ich das sein lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Fast wär's geschehen. Okay, das war nochmal knapp.
Es würde jetzt eigentlich hier auch noch weitergehen. Weil hier kann ich mir ja noch... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay, wobei, das kann ich ja nochmal probieren. Genau, ja, siehst du, hat geklappt. Okay. Jetzt werde ich allerdings hier lang gehen. Da oben ist eine Höhle, keine Ahnung. Wie gesagt, ich probiere es erst gar nicht. Es passiert halt sehr oft, dass ich hier in dem Level sterbe, deswegen werde ich... Ach, jetzt wollte ich das schon zerschlagen. Genau, da muss man sich immer an diesen Löchern hier in Sicherheit bringen. Ah, das war gerade knapp. Ups, runter. Und da ist ein süßer Teddybär. Bums. Bums. Richtig zum Knuddeln. So, jetzt würde es hier noch weiter geradeaus gehen und dann wieder nach links, wo ich hätte herkommen können. Ich gehe aber jetzt hier lang. So. Und hier ist das Level zu Ende. Dort ist das Artefakt. Und ja, ich habe... Naja, die Hälfte habe ich einsammeln können, aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. In dem Level tummeln halt sehr viele, für mich persönlich, tückische Fallen. Also, was das Springen angeht, muss man schon ein gutes Auge dafür haben und ich falle meist runter. Deswegen habe ich die schwierigen Teile jetzt sein lassen. Auf jeden Fall habe ich das Level jetzt auch abgeschlossen. Ja, nur die Zahl 12 sieht ein bisschen mager aus. Denn dort sind 13 und die könnten weiter wandern. Ist ein bisschen kritisch, aber gut, da kann ich jetzt nicht so viel mehr machen. Okay, einmal angreifen kann ich noch. Da unten sind 9 Leute. Also wie gesagt, irgendwo müsste hier eigentlich... Irgendwo müsste hier eigentlich ein Minispiel gewesen sein. Aber ich weiß gerade nicht, wo genau das ist. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mal, wo ich wirklich angreifen soll. Also diese Level würde ich an sich erstmal lassen. Die 1, die wird mit Sicherheit gleich erobert werden, aber... Ja, ich weiß nicht, wo ich die Kräfte herholen soll. Die 6 kann ich mir auch nicht leisten. Da sind 5, die werden auch bestimmt angreifen. Meine Güte, meine Güte. Okay, ich werde jetzt mal was anderes machen. Die können ja da sowieso nicht durch. Ich werde jetzt einfach mal diese 4 hier angreifen. Genau. Also wie gesagt, die können mich hier nirgendwo mehr angreifen. Also es steht überall 1 und ich weiß auch nicht. An der Stelle würde ich jetzt mal einen Schnitt machen und in der Zeit überlege ich mir dann, wie ich weiter vorgehe. Ja, dann wir sehen uns im nächsten Level, also ja, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich verwechsel das immer. Also bis dann.